Zu den Faradayschen Gesetzen. Eigentlich gibt es jetzt mittlerweile nur das sogenannte Faradaysche Gesetz, aber ich habe es mal direkt hingeschrieben. Es hängt mit Ladung, Atommasse und dem tatsächlichen Strom zusammen. Nochmal kurz zur Wiederholung. Influenz. Influenz heißt ja Einfluss. Also, wenn ich zum Beispiel hier eine Spannungsquelle habe, hier viele, viele Elektronen, ne, deswegen negativ, und ich habe einen geöffneten Stromkreis, dann lauern die regelrecht hier, endlich wieder zurück zu ihrer eigenen Spannungsquelle zu fließen, um einen Ladungsausgleich innerhalb der Spannungsquelle vorzunehmen. Wenn der Ladungsausgleich stattgefunden hat, ist die Spannungsquelle, wir sagen, die Batterie ist leer. Das ist jetzt aber nicht so das Wichtige. Wenn ich den Stromkreis schließe, dann passiert das tatsächlich, dann passiert das, worauf die gelauert haben, nämlich der Einfluss dieser Spannungsquelle auf die anderen Elektronen innerhalb des Leiters, auch innerhalb des Widerstands, ist so, dass die sich gegenseitig abschubsen, hier rüber zurück zur Spannungsquelle. Ladungsträger, ich habe das deswegen nochmal hingeschrieben und hingemalt, Ladungsträger bei metallischen Leitern und bei, es gibt metallische und nicht metallische, Halbleitern, das sind frei bewegliche Elektronen. Gut, wir wollen aber zu faradayschen Gesetzen kommen. Die Elektrolyse ist schon ziemlich lange bekannt. 1800 tralala wurde das schon gemacht. Und zwar hat man Folgendes getan. In einer wässrigen Lösung waren zum Beispiel Kupfersulfat drin, was man ja in wässriger Lösung in Kupferionen und Sulfationen aufspalten kann. Und wenn ich da tatsächlich eine Spannung außen dran angeschlossen habe, das mögen mal, deswegen habe ich es schwarz gemacht, Graphitstäbe sein, dann hat man tatsächlich beobachtet, dass sich hier an dem einen Graphitstab Kupferionen abgesetzt haben. Und die Sulfationen waren ein bisschen schlecht zu beobachten, aber hier das auf jeden Fall. Man konnte also direkt Kohlenstoff verkupfern. Das macht man sogar. Achtung, in diesem Fall sind das auch Ladungsträger, nämlich Ionen, aber wieder frei beweglich, sonst klappt das nicht. Gut, was folgt aus der ganzen Geschichte? Faraday hat daraus Folgendes geschlossen. Und zwar, die Menge des abgeschiedenen Stoffes, und zwar Menge als Moleküle bzw. Atome, die sich also abgeschieden haben, ist direkt proportional zu den transportierten Ladungen. Ist ja auch logisch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nur ein einwertiges Ion abgeschieden habe, dann habe ich nur eine einzelne Ladung transportiert. Habe ich zwei abgeschieden, habe ich zwei transportiert und so weiter und so fort. Hier geht es aber nicht um ein oder zwei Ionen, sondern natürlich gleich um Riesenmengen. Nebenbei, wir wissen alle, die Chemiker machen das auch gerne, aber die Physiker brauchen es genauso. Die sogenannte Avogadro-Konstante sagt aus, dass in einem Mol, deswegen pro Mol, ne, hoch minus 1, dass in einem Mol 6,023 ungefähr mal 10 hoch 23 einzelne Teilchen drin sind. Das können Moleküle sein oder Atome, je nachdem, was man für einen Stoff vor sich hat. Aber da komme ich dann gleich nochmal dazu. Also nochmal, das erste Faradaysche Gesetz ist eigentlich ganz logisch. So viel, wie ich an Atomen oder an Teilchen abgeschieden habe, so viel Ladung habe ich auch entsprechend transportiert. Habe ich hier zum Beispiel ein einzelnes zweiwertiges Ion abgeschieden, dann habe ich hier zwei Ladungen transportiert. Das ist leicht einsehbar. Das zweite Faradaysche Gesetz ist eigentlich genauso leicht einsehbar. Er hat herausgefunden, dass die Menge, also die Masse, in diesem Fall die Masse des abgeschiedenen Materials, direkt proportional zur Atommasse ist. Ist eigentlich auch klar, wenn ich etwas verkupfern will und ich nehme oder ich möchte etwas vergolden, dann ist Kupfer wesentlich leichter, also die Kupferatome sind wesentlich leichter und demzufolge muss auch die Masse leichter sein, als wenn ich Gold nehme. Lustigerweise, das hat er zum Glück mit herausgefunden, muss man noch diese Seite durch die Wertigkeit des Elementes teilen. Also wenn ich etwas mit Natrium abscheiden will, was einwertig ist, und ich nehme Aluminium, was zwei- oder dreiwertig ist, je nachdem, oder Eisen oder was auch immer, oder Kupfer, bleiben wir wieder bei dem Beispiel, was zweiwertig ist, dann muss ich hier durch 2 teilen. Habe ich durch 1 zu teilen, naja, dann ist eine direkte Proportionalität gegeben. Lustige Zusammenhänge. Besser und moderner, und das machen Physiker ja gerne, die haben die beiden Gesetze insgesamt zu einer Formel zusammengefasst, die gucken wir uns nochmal genau an. Die abgeschiedene Masse, um die geht es, ist also gleich zu errechnen aus der molaren Masse, also die Masse durch Teilchenanzahl, und multipliziert mit der Ladung,
Deswegen I mal T. Q ist nämlich I mal T, das wissen wir aus anderen. Guckt immer auf die Links, Leute. Bei den Links hält das Video hier an und ihr könnt euch dann nochmal tiefer informieren, falls ihr was vergessen habt. Dann braucht ihr nicht lange in meinen Playlists rumzusuchen. Geteilt durch die Wertigkeit, das hatten wir ja. Und jetzt kommt noch die sogenannte Faraday-Konstante, die nach ihm benannt wurde. Und zwar 96.485, tralala, Coulomb pro Mol. Also, ein Mol hat 96.485 Coulomb. So viel Ladung. Die hat sich aber letzten Endes, das ist eine Kombination auch aus der Avogadro-Konstante und der Elementarladung. Das ist jetzt aber nicht wichtig. Sondern ich hoffe, ich konnte etwas zu den Faradayschen Gesetzen, vor allem, das gefällt mir immer am meisten in diesem Fall, das lässt sich leichter nachvollziehen als diese etwas sperrige Formel. Und ich hoffe, ich konnte etwas zum Gesamtverständnis beitragen und verbleibe mit besten Grüßen und Wünschen. Also macht's gut, tschüss.